2023 geht zu Ende mit einer großen Silvesterparty am Brandenburger Tor. Ich wünsche mir einfach, dass alles so bleibt, wie es ist und dass vielleicht sich gewisse Dinge in Deutschland wieder zu mehr Humanität verschieben, dass die Menschheit wieder akzeptiert wird in Deutschland. Ja, ich wünsche mir einfach erfolgreich zu sein und gute Noten zu schreiben. Nur Gutes! Nur Gutes! Nur Gutes! Ja! Also nichts Negatives! Frieden, Glück und Besonnenheit auf der Welt. Auf jeden Fall Frieden. Ja, Weltfrieden. Und Zufriedenheit für alle Menschen. Ja, Glück und Gesundheit, ne? Dass alle unsere Lieben gesund bleiben. Wir heißen das Jahr 2024 willkommen. Ich hoffe, dass alle den Jahreswechsel schön verbringen konnten, im Kreise ihrer Liebsten ein bisschen runterfahren konnten. Und wie im vergangenen Jahr wünsche ich mir auch in diesem, dass Politik endlich in der Lage sein kann, sich den Problemen der Menschen wirklich anzunehmen, sehr konsequent den Koalitionsvertrag umzusetzen, der nun über 2 Jahre gültig ist, der aber echt darunter gelitten hat, wie viele Krisen hier unerwartet auch über uns reingebrochen sind. Was ich mir wünsche, ist, dass wir das Werkstättensystem so reformieren, dass Menschen mit Behinderungen tatsächlich ihr Recht auf Teilhabe an Arbeit geltend machen können, dass sie einen Mindestlohn bekommen in Werkstätten. Ich wünsche mir, dass wir im Bereich der Bildung, im Bereich der Schulen endlich zu einer Bildungsgerechtigkeit kommen, die ihren Namen verdient hat, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen ohne Bittsteller zu sein, die Leistungen, Nachteilsausgleiche bekommen, die sie brauchen, um tatsächlich in Regelbetrieben mitgehen zu müssen. Das ist nicht, wie in diesem und in allen vergangenen Jahren auch weiterhin so sein wird, dass Kinder und Jugendliche, wenn beispielsweise die Inklusionshilfe mal für einen Tag ausfallen, dann gleich auch zu Hause bleiben müssen. Das ist also faktisch gesprochen die Schulpflicht für Kinder mit Beeinträchtigungen in diesem Land endlich Gültigkeit gewinnt. Und ich wünsche mir, dass Menschen mit Behinderungen mit Sicherheit behandelt werden im Gesundheitssystem, dass sie im Regelsystem ihren Platz finden und die Strukturen tatsächlich inklusiv weiterentwickelt werden und wir kurz gesagt das, was wir verhandelt haben miteinander, dann auch das Licht der Welt erblickt. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr 2024. Ich wünsche Ihnen für 2024 alles erdenklich Gute, insbesondere Gesundheit, Zufriedenheit, dass Sie vor allen Dingen alle Wünsche und alle Dinge, die Sie einmal tun wollten, erreichen können und dass das Jahr dann so verläuft, wie Sie es sich vorstellen. Wir im politischen Bereich haben in diesem Jahr wieder sehr viele Themen auf der Tagesordnung stehen, die den Bereich Teilhabe und Inklusion und Barrierefreiheit in unserer Gesellschaft betreffen. Ich freue mich deswegen auch, dass wir nach einem sehr sportlichen Jahr 2023 auch in diesem Jahr ein großes Sportereignis wieder hier in Deutschland haben können. Es sind die Special Olympic Winter Games in Thüringen und ich freue mich auch da wieder anwesend sein zu können, um dort die sportlichen Höchstleistungen dann im Wintersport zu sehen im Vergleich zum letzten Jahr mit den Special Olympics in Berlin. Aber auch politisch inhaltlich werden wir uns wieder mit vielen Themen auseinandersetzen. Es wird ganz oben auf der Tagesordnung die Weiterentwicklung der Werkstätten stehen. Dort haben wir nach der Studie, die im letzten Jahr veröffentlicht worden ist, jetzt auch die weiteren Prozesse mit den Gesetzgebungsprozessen, dass diese vorankommen und dass es dann zu tatsächlichen Verbesserungen kommt. Wir werden uns auch mit den Ergebnissen der Staatenprüfung der UN auseinandersetzen und diese natürlich dann auch im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren
umsetzen, damit die Situation sich verbessert und die nächste Staatenprüfung dann hoffentlich wieder ergibt, dass Deutschland weitere Schritte vorangekommen ist. Innerhalb unserer Fraktion werden wir uns auch mit vielen weiteren Themen auseinandersetzen. Das Thema Barrierefreiheit war unser letztes Thema im Jahr 2023 mit der großen Debatte im Deutschen Bundestag. Wir werden aber im nächsten Jahr das Thema Barrierefreiheit weiterhin besetzen. Wir planen dort einen Fraktionskongress, gerade zum Thema Barrierefreiheit im baulichen Bereich. Barrierefreiheit ist ja ein gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema. Im Jahre 2023 haben wir erste Themen diskutiert. Wir werden diese Themenreihe jetzt fortsetzen im Jahre 2024 und dort entsprechende Vorarbeit leisten dafür, dass wir dann hoffentlich in einer nächsten Legislaturperiode auch wieder in Regierungsverantwortung kommen, dass dann diese Themen stehen und auch umgesetzt werden können. Ich lade Sie herzlich ein, begleiten Sie den politischen Prozess aufmerksam, wachsam und kritisch. Melden Sie sich gerne jederzeit, wenn Sie Anliegen haben. Tragen Sie uns Ihre Themen vor und die Dinge vor, von denen Sie sagen, es können Verbesserungen sein. Und wenn es noch so Kleinigkeiten sind, aber jede Kleinigkeit hilft, das Leben für Menschen mit Behinderungen besser zu machen, lebenswerter zu machen, einfacher zu machen. Und das ist mir als Teilhabebeauftragter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ein großes Anliegen, da für Sie ein offenes Ohr zu haben. Und ich freue mich da auf die weitere Diskussion. Ich freue mich auf unser Wiedersehen in 2024. Ihnen alles Gute. Im Jahr 2024, in der Hoffnung, dass keine weiteren neuen Krisen dazukommen, haben wir uns immer noch viel vorgenommen. Natürlich müssen wir beobachten, wie die Gesetze aus den Vorjahren in dieser Wahlperiode wirken. Das betrifft den Arbeitsmarkt, das betrifft das Behindertengleichstellungsgesetz mit Zutrittsrechten. Aber wir wollen zwei weitere große Projekte Richtung Abschluss bringen. Das ist zum einen die Frage des Assistenzhundegesetzes, also die Frage, welche Zutrittsmöglichkeiten habe ich, wie bekomme ich überhaupt ein Assistenztier, was sind die Rahmenbedingungen dafür, ein Assistenztier anerkannt und zertifiziert zu bekommen. Dazu läuft eine große Studie, die wir Ende 2023 beginnen und die durch externe Büros administriert wird. Ich hoffe, dass wir dann das Assistenzhundegesetz vorbereiten können, sodass wir Ende 2024 mit den Beratungen dazu beginnen können. Und wir haben natürlich das große Thema des Werkstattentgelts. Dazu ist in diesem Jahr 2023 eine Studie vorgelegt worden. Allen war klar, dass es hier nicht allein um das Werkstattentgelt gehen wird, sondern insgesamt um die Struktur der Werkstätte innerhalb eines Arbeitsmarktes. Und auch hier haben wir große Aufgaben vor uns, bei denen ich zuversichtlich bin, dass wir sie lösen werden.